caught. Time is almost up. Kraus is dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Der Wesker ist einfach mal ganz klar ein Drücker und sagt irgendwie, Leon must die. Na gut, dann werden wir uns mal durchmeucheln. Na, Matano, Freunde. Fiese Geräusche. Aber 9 Schuss pro ist auch ganz schön heftig. So, jetzt mal hin. No, nein. Nicht doch dieser Lauch. Doch, bitte mal. Oh. Ach, okay. Nein, ich hab 2 Stück geworfen. Ich bin so scheiße. Zupf und hoch damit uns. Sieht schon echt immer mega geschmeidig aus, diese Frau, die wieder hochwuppt. So, wenn man jetzt noch treffen würde, werde ich das jetzt aushalten. Oh, 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 au, 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 au. Bisschen Pistolenmunition aufgenommen. Oh, oh, warte. Oh, ah, wir haben nichts. There's nothing. So, das Einzige, was wir machen können, wir können das kombinieren, aber das war dann auch schon hier. Mit dem Kokolores. Ist hier unten noch jemand? Ich bin von runter. Ja, genau hinter uns, der Arsch, Alter. Hey. Macht er vielleicht so einen kleinen. So einen hippen Uppercut oder so? Oh, sind aber auch zu. Ja, spring noch runter. Okay. Okay, wo kam der jetzt her? Oh! Oh. Blöde Sackgasse, aber was willst du machen? Ich bin so am Arsch. Mann, ich dauernd, Alter, immer daneben schießen würde. So, also die Shotgun ist anscheinend die einzige Waffe, mit der ich nachher irgendwie ansatzweise auch nur irgendwie sowas wie den Bossfight eventuell. Schnell kann. So. So, das war doch ganz nice. So, dann nehmen wir das mal. Ein bisschen weiter hochgepusht. Vom Leben, nachdem wir hier schon fast verreckt sind. So, dort haben wir.
wunderschön. Das ist doch geil. Das kann man doch gleich kombinieren. So, das nehmen wir. TNP-Munition auch immer gut. Oh, Scheiße. Na, komm, ich habe jetzt hier nicht übersehen. Oh, echt, jetzt also ein Pitfight. Jetzt auch nicht vernünftig gebündelt hier, wa? Okay. Gut, Cage ist offen. Oha, okay, alles klar. Jetzt nachladen. Wunderbar. Das geht auch ganz gut. Oh, okay, alles klar. War echt, ja. What? What? Na, sage mal. Feinde. So, ich habe wenigstens schon mal so am Arsch bin, wenn jetzt hier auch nur ansatzweise irgendetwas wie ein Bossfight um die Ecke kommt irgendwie. Also, munitionstechnisch, ich habe so ein bisschen was, so ein bisschen, aber schon allein der nächste Abschnitt könnte schon echt scheiße werden, ey. Und er wird scheiße. Ach Gott. So, okay, gut. Das machen wir nochmal. Ganz auf die Schnelle. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, denn ich habe keine Armbrust. Was für ein Dreck, Alter. Was für eine Scheiße. So, ich spring mal runter. Vielleicht kann ich ein bisschen was mit dem Sniper klären. Aber viel Hoffnung habe ich nicht. Oh, oh, schön. Was haben wir denn da? Warte mal, da müssen wir nochmal Abstecher machen. Hier müssen wir nochmal. Rotes Kraut, geilo. Nein! Ah, oh, echt jetzt. Was steht denn der Knie hier rum? Oh, gelbes Kraut ist natürlich. Ist ja nicht schlecht.
Okay, also der Abstecher hier unten war es auf jeden Fall mal wert. Ja, ist schon was passiert, ne? Das Tor wird zugehen und dann... All hell broke loose. Scheiße. Ja, ist halt... Und die MGs kommen raus, oder? So, er ist... Shit. Da bin ich am Arsch hier. So. Und sofort erstmal... Oh nein. Nein. Alter, wo ist er denn? Tot. Tot. Tot, 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 tot. Ja. Das ist ja... Das ist ja schwierig. Ja, kann ich es jetzt mal so probieren. Und siegreich, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Was? Schütten Schelz. So, latsch auf den Dreck. Kohle ist aber gut. So, jetzt bitte lass mich noch auf der anderen Seite jetzt hinkommen. Aber das wird bestimmt nicht. Bei meinem Glück wird das passieren. Oh, schön, das ist natürlich geil. Das ist natürlich eine feine Sache. Ganz große Kino. Gut, Sniper Moon haben wir noch ein bisschen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, Shotgun ist tatsächlich die dominierende Munition nachher. Wahrscheinlich. Okay. So, wenn ich mich recht entsinne, erwartet uns hinter der Tür war doch der... Ja, dieser Apparat, mit dem sich Leon hat den Parasiten entfernen lassen. Spoiler! Also, die noch nicht gesehen haben, unbedingt jetzt da oben mal auf den kleinen Link achten, der jetzt aufploppt. Hauptstory angucken. Aber hey, wenn ihr Separate Ways bis hier geschaut habt, ja, dann brauche ich euch jetzt auch nicht mehr von Spoilern erzählen. Weiß halt, ob es auch glänzt. Na? Echt? Fängt das hier schon an? Wie kann man hier oben schon so erwartet werden, ey, ihr Penner?
Leon, und du bist jetzt? Oh, der Arsch. So, gucken nicht, dass sie irgendwo in Hinterhalt auf uns wartet. Da hinten stehen sie doch. So, aber wir gucken vorhin nochmal runter. Hubschrauber. Wrack. Mark. Wohl amerikanisch. Was denn? Ja? Was ist hier geschehen? Tja. Das ist doch fies jetzt. Echt jetzt noch einer. Ja, die Sniper ist halt eine coole, mächtige Waffe, ne? Irgendwie, muss man mal ganz klar so sagen. Und die macht halt auch schon echt mega Spaß. Wenn man denn trifft. Oh, was ist ja. Armbrustpfeile, das ist doch... Nabel! Okay. Leon, you okay? Yeah. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Tja, wann waren diese Entscheidungen jemals gut? Komm, wir trennen uns. In jedem Film. In jedem einzelnen gottverdammten Film. Merkt man. Ja, ich war keine gute. Oh, okay. Ja, stopp nicht. Welcome. Ein Händler hier. Und so dachte ich mir das schon. So eine Scheiße, Alter. Guckt euch das mal an, ey. Ja, das ist man total scheiße. Weil... Wenn ich mir die Armbrust jetzt kaufe, irgendwie, ich habe nicht den Platz und ich habe auch nicht die Kohle, um mir jetzt einen XXL-Aktenkoffer zu kaufen hier. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. 30 Schuss für die Armbrust. Die Frage ist halt, okay, aber ich glaube, die Armbrust war sehr mächtig irgendwie, die hat auch echt Power gehabt. Aber ey, was soll ich machen? Ich kann doch jetzt hier nicht... Ich gib mir das jetzt erstmal an hier. Ach, das ist aber auch... Schnoddrig. So ein Mist. Ein Ei. Ja, das ist so richtig. Oh, guck mal. Hier zu woanders lang. Und hier haben wir noch eine gelbe Pflanze. Naja, und damit ist das jetzt... vom Thema. Vom Tisch das Thema. So.
Silencio, Freunde. Silencio, wenn ich bitten darf. So, okay. Die Jungs sind wir da oben mal schnell erstmal holen. Dann gucken wir uns jetzt hier nochmal die Zellen an. Ja, das ist ein wunderschöner Folterkeller hier. Und wir sammeln natürlich noch alle Dinge, weil hier findet man noch Scharfschützermunition. Wie es sich gehört. Für einen ordentlich gepflegten Folterkeller. So, okay. Scharfschützermunition. Wahnsinn. Ja, ein bisschen was verballert jetzt hier. 10 Schuss nur noch. TMP nachladen. 5 Schuss jetzt über. Ja, damit kommen wir nicht weit im Supermarkt, im Biomarkt, meine ich. Und damit geht unsere Reise auch jetzt weiter. Einfach geschmeidig, diese Frau. Einfach geschmeidig. Oh nein. Oh nein, das war auch so. Oh, das war so eine Bockmistnummer hier, ey. Oh. I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Oh nein. Na, das ist ja ein Traum. Oh yeah! Awesome shit. Oh, das war... Alter, was ist denn los mit ihm? Was geht denn mit ihm? Mann! Oh, bitte lass mich jetzt hier nicht ganz wieder von vorne anfangen. Bitte nicht. Bitte nicht. Ach, du bist so ein... Ach, Spiel, du bist so ein Arschloch manchmal, ey. Stopp mal bitte jetzt endlich mal. That's a large thing you have there. But I don't like it when men play rough. Na, Donner fucking Littchen. Na, das hat doch jetzt mal wirklich gekesselt hier. Total leer geschlumpst. Ach Gott. So, gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes finden können. Okay. Wahrscheinlich wird das der Weg sein. Und jetzt finde ich. Jetzt finde ich die blöde Lampe, wo ich den Stein ersetzen kann. Echt jetzt? Really? Na gut. Okay. Dafür können wir noch ein bisschen was sammeln. Das ist ja auch nicht verkehrt. Unterhaken. Ab geht's. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Now!
go! Oh, was? Und instant gleich der nächste Bossfight, Alter. Was? Oh, Mann, nee. Ja, okay, alles klar. Das lief ja super. Ja, das war jetzt aber klar. Also, das. Okay, los. Dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Und vor allen Dingen, wo wir hin müssen. So, ich renn mal einfach an dir vorbei. Na, ich dachte, ich renn einfach an dir vorbei, haben wir doch gesagt. Kann ich runterspringen? Ja. Ja, aber grundsätzlich, wie und wo muss ich auf jeden Fall holzen? Aha, okay, alles klar. So, das ist also nicht des Pudels Kern. Sondern irgendwie muss ich ihn anders kriegen. Aber wie? Aber wie? Also Kugeln geht bei ihm nicht. Kann ich ihn verpissen? Passiert? Ich verstehe. Okay, eine epische Kelle da. Nein, wieso? Darauf erstmal ein Eifeld hier. Toll. Dies hat ja nicht so geklappt. Okay, das ist jetzt erstmal gar nicht so schlecht.
mit der Pistole. Also macht auf jeden Fall Spaß. Nein. Ach, Mann. Echt jetzt? Das ist nicht dein Ernst. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, da ist er! Okay, also wir dürfen ihn einfach nur definitiv nicht zu nahe kommen. So. Thank you. This is going to be hard to explain at customs. Ada! Better try a new trick, because that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back! Ja, das haben wir sofort gesehen von da hinten. Hinterhaken. Dann setzen wir mal rüber. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt also... Oh shit. Ja, und natürlich ist das Ding jetzt hier noch kurz vorm Explodieren. So, hier können wir mal abhauen. So, weiter runter. Oh shit. Oh, das war doch witzig. Da rutscht er. Ach, wie schön. So, rüber mit dem Enterhaken. So, aus. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Schön, schön, schön. Schnell abgehauen. So, du, ach du Scheiße. Du kannst mich mal jetzt mal schön in Ruhe lassen, Freundchen. Holla, holla, holla. Und rüber damit. So, nun aber schnell Leon den Raketenwerfer zugeworfen.
sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on. See you around. Und damit fliegen wir in den Resident Evil'schen Sonnenaufgang oder Untergang mit dem Hubschrauber. Ja, ihr Lieben, das war Separate Ways. Hat ein kleines Zusatzgimmick irgendwie für Resident Evil 4. Klassisch damals noch zusammen alles auf einer CD für die PlayStation 2. Ja, heutzutage würden sie das wahrscheinlich für 15 Euro als DLC zusätzlich verkaufen. Irgendwie damals, naja, war online noch nicht so ein Thema. Und Ingame-Käufe sowieso nicht. Ja, ein kurzes Gimmick, was halt einfach nur zum Zusatzspiel noch mit hinzukam. Irgendwie dazu ist noch der Mode Silent Ada, der jetzt, finde ich, persönlich nicht ganz so geil ist. Und ein noch sehr beliebter Modus, und zwar der Mercenary Mode, wo du quasi dich durch ein gewisses Areal schießen musst und durch erlegte Gegner Zeit gewinnst. Ja? Ist ganz nett irgendwie. Wir werden es für den Kanal jetzt hier nicht bringen. Ich denke, das war jetzt auch erstmal genug Resident Evil 4. Und ja, Leute, wenn ihr Spaß hattet, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, dass ihr da wart. Lasst ein bisschen Liebe da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt.